Kapitel 15. Wenn der Körper nicht mitspielt. Aus Annikas Sicht. Es war gerade 16 Uhr und wir hatten schon sehr viel geschafft. Wir arbeiteten alle übertrieben fleißig, auch Chu, wobei ich das nicht gut heißen kann, da man ihn genau ansehen konnte, dass es ihm alles andere als gut geht. Er war gestern auf Drogen und arbeitete heute schon von 0 auf 100? Das kann nicht funktionieren. Marius riss mich aus den Gedanken. Es sieht sehr gut aus. Wir haben viel geschafft. Ich schaute ihn nachdenklich an. Ich mache mir Sorgen um ihn. Marius folgte meinem Blick, der direkt auf Ju lag, der gerade mit den anderen das Videomaterial anschaute. Ich auch. Aber er ist einfach so stur. Er hört einfach nicht auf uns. Er hört uns nicht zu. Wir saßen eine Weile schweigend da, bis Riso dazukam. Wir machen kurz eine Drehpause. Chu muss auf die Toilette. Ich schaute mich im Raum um. Schon krasser Shit, den wir hier produzieren. Aus Julians Sicht. Ich lehnte mich an die Wand und fasste mir an den Kopf. Was ist bloß los mit mir? Mein Kopf pulsierte regelrecht. Meine Sicht verschwamm langsam und es fiel mir schwer, mich auf den Beinen zu halten. Wir brauchen nur noch eine Szene, dann sind wir bei der Hälfte. Ich darf jetzt nicht schlapp machen. Mir wurde schlecht, was meinen Zustand nicht gerade besser machte. Jetzt, wo ich so über Vince und Marius Theorie von gestern nachdenke, wurde das mit dem Drogen immer wahrscheinlicher. Aber warum hätte ich Drogen nehmen sollen? Das ergab keinen Sinn. Meine Gedanken wurden durch eine schnelle Bewegung Richtung Klo unterbrochen. Ich fühlte mich im Moment richtig mies. Ich versuchte aufzustehen, da ich wieder zu den anderen gehen wollte, doch es gelang mir nicht. Jetzt hockte ich da, schwer atmend und halbtot am Boden. Zu allem Übel klopfte es jetzt auch noch an der Tür. Chu, alles in Ordnung? Es klang nach Riso. Ich räusperte mich und versuchte, so normal wie möglich zu klingen. Ja, alles gut. Ich, komme gleich. Er schien gegangen zu sein. Okay, jetzt sollte ich mich echt mal zusammenreißen. Ich stand auf und musste feststellen, dass es mir am Boden deutlich besser ging. Es ging einfach nicht. Mein Körper ließ mich im Stich. Aus Vince Sicht. Chu war schon relativ lange auf der Toilette, weshalb Riso auch schon nach ihm schaute. Ich hatte ein schlechtes Gefühl. Riso stieß wieder zu uns mit einem nachdenklichen Gesichtsausdruck. Er meinte zwar, ihm geht es gut und er kommt gleich, aber es klang nicht sehr überzeugend. Nach kurzer nachdenklicher Stille kam ich zu Wort. Ich sehe nochmal nach ihm, irgendwas stimmt da nicht. Damit stand ich auf und ging Richtung Toilette. Dort angekommen klopfte ich an die Tür. Chu? Vince? Ich bin gleich soweit. Seine Stimme klang nicht sehr vielversprechend. Chu, mach bitte die Tür auf. Ich höre doch, dass es dir nicht gut geht. Aus Julians Sicht. Ich denke, jetzt hatte ich echt ein Problem. Vince darf mich so nicht sehen, wenn mein Körper nur endlich wieder mitspielen würde. Chu, mach die Tür auf. Was soll ich tun? Soll ich nachgeben oder durchhalten?